Ja, halli hallöchen, liebe Leute, und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Das Schwarze Auge Drockensang Teil 1 vom Jahre 2008. So, mal errichten. Wir sind hier bei Gerling. Können wir mit ihm noch irgendwas reden? Sucht nach dem Schlüssel. Ich werde hier noch kurz verschnaufen und dann nach Talon reisen. Ihr findet mich dort im Wirtshaus. Bitte beschreibt mir noch einmal den Weg zu dieser Höhle, wo der Schlüssel liegen soll. Folgt einfach der Straße nach. Was wisst ihr über den Mord an den geweihten Hesperia? Mord? Ich kenne die alte Geschichte um ihr Verschwinden, habe ihr aber nie viel Bedeutung beigemessen. Aber jetzt, wo ihr es ansprecht, scheint das gar nicht so abwegig. Sprecht am besten mit den Bereinigeweihten hier im Ort. Wenn jemand etwas zu dieser alten Legende sagen kann, dann jemand aus ihrem Kreis. Ich habe noch weitere Fragen. Wie habt ihr all das herausgefunden? Ich bitte euch, als Unterhändler ist es meine Aufgabe, immer gut informiert zu sein und Menschen dazu zu bringen, mir Dinge anzuvertrauen. Nach einigen Tagen wurde mir klar, dass ein Drache hier sein Unwesen treibt und mir ist der örtliche Legende der Drachentöter natürlich ein Begriff. Da habe ich eben begonnen, einige Nachforschungen anzustellen. Der Rest sei mein kleines Berufsgeheimnis. Wie steht ihr eigentlich zu Prinz Arum von Murolosch, Herr Gerling? Der Arum von Murolosch ist ja eigentlich der Sohn von Ankrosch, Arombolosch, von Arombolosch, den Zwergenkönig, das kann ja sein. Bitte korrigier mich, lieber Herr Kittenkurmler, wenn es nicht so ist. Also ich glaube, der Arum ist der, von Arombolosch der Sohn, was wir auch in der letzten Folge, glaube ich, erfahren haben. Und der Arombolosch ist ja der König der Zwerge, ne? Oder irre ich mich da? Prinz Aroms Sohn. Ja, das steht eh da. Leute, okay. Prinz Arom, Sohn des Arombolosch, ist ein ehrenhafter Krieger und charmanter Galan, der noch lange leben möge. Hehehe. Oder glaubt ihr, ich werde als Unterhändler bei den Zwergen andere als die höchsten Worte für ihn finden? Im Vertrauen kann ich euch sagen, er mag euch etwas schroff erscheinen, aber die Angroshim sind nicht dafür bekannt, dass sie Fremden sofort vertrauen. Aber wenn ihr euch an seiner Seite beweist, werden wir einen wertvollen und loyalen Verbündeten gewonnen haben. Hey, cool. Vielen Dank. So, Bibliothekar Sorian. Kann man mit dem nicht reden, nö. Arum? Großlinge. Sie sind ungeduldig in ihrer Wacht und vergesslich in ihren Weisheiten. Und nun zahlen sie den Preis dafür. Was meint ihr damit? Es ist nicht lange her, vielleicht so 700 Jahre, dass ein Drache das Tal des Tarnell terrorisiert hat. Mensch und Angrosho kämpften damals gemeinsam gegen die Bestie. Viele Tapfere starben. Aber am Ende fanden wir hier ihren Hort und das Untiervieh, Angarushorumdrosch. Als Erinnerung an diesen Tag bauten die Angroshim einen mächtigen Turm, der den alten Drachenort bewachen sollte und den einzigen Zugang dorthin darstellt. So man nicht wie ein Drache fliegt. Ein Pakt zwischen Menschen und Zwergen wurde für den Fall eines neuerlichen Drachenangriffs geschlossen. Das Tor des Drachenturmes wurde durch einen Mechanismus verschlossen. Die Steinscheibe, die benötigt wird, um das Tor zu öffnen, verwahrten die Priester dieses Klosters, der Erdgöttin Peraine. Doch sie haben zugelassen, dass die Scheibe verloren ging. Das Wissen um den Turm schwand. Die Wacht wurde von den ungeduldigen Menschen nach nur wenigen Jahrhunderten aufgegeben. Der Pakt vergessen. Nun wütet wieder ein Drache in diesem Tal und wir Zwerge können nicht zu seinem Hort vordringen, um ihn zu stellen. Ich muss unbedingt nach Murolosch, Prinz Arum. Ein Orakelspruch besagt, dass in Murolosch möglicherweise ein Geheimnis aus der Zeit der Doktor... Hast du mir eigentlich zugehört? Ich bin hier, um einen Drachen zu jagen, nicht um Passierscheine für das Bergkönigreich zu verteilen. Warum sollte ich mich für dich einsetzen? Ich bin der erwählte Streiter der Drachenqueste des Hesinder-Tempels zu Ferdok. Die Drachenqueste, sagst du? Dann steckt vielleicht mehr in dir, als es den Anschein hat. Vielleicht könntest du uns auf der Jagd begleiten. Dieser Gesandte aus Ferdok, Gerling, glaubt zu wissen, wo die Steinscheibe ist, die diese Priester der Bereine verloren haben. Sprich mit ihm, such die Scheibe und dann sehen wir weiter. Ich werde mit meinen Kriegern noch etwas hier verweilen. Die Feuer löschen und den Verwundeten helfen. Dann machen wir uns auf den Weg zum Turm. Der Eingang liegt nordwestlich von Talon. Wenn du die Scheibe gefunden hast, komm dorthin. Vor Tombla Hortomosch. In Ordnung, aber bevor ich gehe, würde ich auch gerne was fragen. Nur zu.
Ihr seid der Sohn des Bergkönigs? Ja, Bergkönig Aron Bolosch ist mein Vater. Er thront schon seit Jahrhunderten in den Hallen von Murolosch. Aber die Könige der Zwerge unterscheiden sich von den Herrschern der Menschen. Die königliche Familie dient ihrem Volk, nicht umgekehrt. Deshalb bin auch ich auf dieser Jagd. Ich kann von niemandem, gerade nicht von unbedarften Großlingen, verlangen, gegen die Beste zu kämpfen. Ich habe noch eine Frage. Erzählt mir von Murolosch, der Zwergenstadt. Es ist die Perle des Bergs. Von außen wenig mehr als ein Tor im Fels ziehen sich die Gänge und Höhlen viele Meilen bis in das Harz Aventuriens. Herz Aventuriens. Lampenlicht und Schmiedefeuer spiegeln sich auf Stein und brechen sie in Kristallen. Von den Wänden halt das geschäftige Treiben der Angrosch im Wider. Wenn wir diesen Kampf überleben, müsst ihr in die Hallen von Murolosch kommen und mich und meinen Vater besuchen. Noch eine Frage. Wir wollten den Drachen besiegen. Unsere Taktiken sind seit Jahrtausenden erprobt. Wenn das Biest durch uns geschwächt ist, gebe ich das Signal für meine Gefolgsleute. Diese werden dem Drachen dann mit dem langen Drachentöterspieß den Rest geben. Dann soll auch sein Abbild unsere Trophäenwaffen schmücken. Noch eine Frage. Wie habt ihr von dem Drachen erfahren? Der Stadtrat von Talern wollte ja kaum wahrhaben, dass eine so gefährliche Kreatur umgeht. Der hohe Priester des Angrosch im Murolosch, Xolgorax, hatte einen Traum, in dem er Talon in Flammen aufgehen sah. Wir haben vor langer Zeit einen Pakt mit den Menschen hier geschlossen, ihnen jederzeit wieder zur Seite zu stehen, wenn die schändlichen Drachenwesen ihre schuppigen Häupter wieder erheben. Also habe ich mich mit meinen engsten Kampfgefährten auf den Weg hergemacht, um die Beste zu erlegen. Und so wie es aussieht, kamen wir keinen Augenblick zu früh. Habe noch eine Frage. Das war alles, was ich wissen wollte. Danke. So. Aron, Sohn des Aron Bolosch. Ja? Mit ihm Seite an Seite im Kampf gegen einen Drachen. Ach, wenn Ardo das noch miterleben könnte. Ja, schade, dass er tot ist. Der Ardo vom Eberstamm. So, da ist noch ein Zwerg Drachentöter. Nö, können wir nicht reden. So, schauen wir mal, was wir da machen können. Eigentlich gar nichts. Nichts plündern oder... Ja, da ist alles in Flammen. Hier. Ja, dann sollten wir mal, ja, weiter marschieren. Hier oben, was gibt's da noch? Na? Ist alles okay? Was? Ich hab nur geschaut, was gerade... Keine Ahnung. Gekracht hat bei mir. Naja. Der heilige Apfelbaum. Na, das wird den Pereinen gar nicht gefallen. Nö, da ist auch nichts. Nisch. Ich rede hamburgerisch. Nisch. So, dann gehen wir raus. Wohin verschlägt uns? Da ist die Schlucht und da ist verlassene Erzmine. Wie sollen wir das machen mit der Schlucht? Hier haben wir eine Kiste. Ja, machen mal auf. Liebe Gwendala. Geöffnet, na bitte. Machen wir mal auf hier. Alraunenpulver, Schwefelquell, Salbenfett. Jo! Labor. Ich bin der Labormeister hier. Einbeinsaft. Nur einen einzigen Einbeinsaft können wir erstellen. Dafür 4 Gulmontees. Leute, was brauchen wir von Einbeinsaft? Einbeeren. Oh, naja, klar, entweder Quellwasser oder Einbeeren. Habe ich mir gedacht, was fehlt. Aber Einbeeren fehlen. Geweihte Ulinai. Der heilige Baum in Flammen. Wie schlimm kann es noch über uns kommen? Ja, ich möchte mit euch über die geweihte Hesperia sprechen. Hesperia, es geschah wohl lange vor meiner Geburt. Sie verschwand eines Tages einfach. Kurz darauf war auch ein anderer der Geweihten des Klosters von Brenzheim wie vom Erdboden verschluckt. Es ist zu vermuten, dass die beiden zusammen geflohen waren. Mit einigen wertvollen Schätzen unseres Tempels. Aber wie kommt ihr auf dieses Thema? Die gestohlenen Gegenstände haben das Tal doch nie verlassen. Was verschweigt ihr, Ulinai? Ich bin ehrlich zu euch. Ich weiß davon ja selbst nur aus den Aufzeichnungen. Aber vielleicht haben die beiden das Diebesgut auf ihrer Flucht ja wirklich versteckt. Überreden, ich lese es in eurem Gesicht, dass das noch nicht alles ist, was ihr wisst. Misserfolg.
Nein, das ist alles, was ich weiß. Das ist über 100 Jahre her. Es ist besser, alte Geschichten ruhen zu lassen. Dann verzeiht meine Aufdringlichkeit. Ich hätte da aber noch einige andere Fragen an euch. Und ich will auch gerne Auskunft geben. Was ist denn die Ursache für all die Verwüstungen hier? Der schreckliche Drache hat wieder zugeschlagen. Habe ich eh gewusst. Seit einiger Zeit bringt er Angst und Verderben zu uns. Ein Sendbote aus den Niederhöllen bei den Göttern. Gleich zu Beginn seines Angriffs hat er den heiligen Apfelbaum in Flammen getaucht. Erst die tapferen Zwergenkrieger um Prinz Arum haben ihn mit ihrem Schießgerät verwunden und fürs Erste vertreiben können. Oh, all die Toten und Verwundeten, Peraine, hilf! Kann ich auch noch was fragen? Was schätzt ihr an der Göttin Peraine so sehr, dass ihr euch ihr verschrieben habt? Die gebende und gütige Göttin bringt der Welt Fruchtbarkeit, Aufopferung und Selbstlosigkeit, jenen zu helfen, die Welt mit Leben füllen wollen. Ob auf der Krume des Bodens oder durch reichhaltige Nachkommen bei Mensch und Tier, habe ich mich verschrieben. Denn wer nicht sät, wird auch nie ernten. Noch was fragen. Was sind die täglichen Aufgaben einer Geweihten der Peraine? Wir helfen überall dort, wo die Menschen uns brauchen. Wir helfen mit der Hand und unserem Segen bei Saat, Gedeihen und Ernte des Getreides und der Früchte. Auch verstehen wir uns auf die Geburtshilfe und die Heilkunst. In Brensheim selbst haben wir uns auch bis heute mit tiefer Hingabe der Pflege des heiligen Apfelbaums und der Herstellung des köstlichen Apfelmeins gewidmet. Ich will doch noch was fragen. Gehabt euch wohl, euer Gnaden. Ja. Wir müssen auf jeden Fall unglaublich viel machen jetzt. Ja, nehmen wir mal ein bisschen Loot. Tut gut. Einweinsaft haben wir wieder hier. Da ist nichts unten. Haben wir da drüben was? Nö, da haben wir auch nichts. Gut. Ja, dann werden wir weiter marschieren. Raus hier. Und wieder mal sagen, ja, Richtung Schlucht würde es sich jetzt im Moment nichts bringen, weil wir einfach keine Chance haben, in die Schlucht zu kommen und auch keine Chance irgendwie haben, jemanden zu finden, also einen Bauern zu finden. Denn die suchen wir ja, diese sogenannten Bauern, die verschwunden sind, damit wir in die Schlucht können. Aber die finden wir einfach nicht. Somit bleibt uns eh nichts anderes über, als hier weiter zu marschieren. Richtung verlassene Erzmine. So, ich speichere euch noch einmal. Ja, Folge 173, Leute. Und das ist schon wirklich eine Hausnummer. Wo soll ich eigentlich... Ich muss immer schauen, ob mein Internet eh nicht abstürzt. Weil ich habe Internetprobleme, Leute. Wirklich. So oft, wie das Internet abstürzt, das ist nicht mehr normal bei mir. Keine Ahnung, dürfte jetzt mein Anbieter was haben oder ich weiß es nicht. So oft, mit Sicherheit, bis zu 10 Mal am Tag stürzt das Internet ab. Das ist ein Wahnsinn. So, wir kommen Richtung Brensheim. Mein Hund bellt. Was ist da los? Was ist da los? Hündchen, hör auf zum Bellen. Tja, habt ihr auch gerade gehört wahrscheinlich. Mein Wuff Wuff. Mein Wuffi. Mein Wuffi hier. Autosave. Oh. Harpie. Hallo Harpien. Das sind aber viele Harpien, Leute. Ja, warum schieße ich den nicht ab? Ich möchte mir noch einen Armatrutz raufschmeißen. Hallo? So, gerade Besuch bekommen. Egal. So, ich werde jetzt einmal die Harpien hier machen. Albrasora. So, und lieber Vorgrim, du nimmst da die Harpie vor. Für Ardo. Die sind eh nicht so extrem, diese Harpien. Für Rondra und Pharmalor. Für Honda und das Pharmalabor.
immer wieder am Start. Es sind viele Harpien, Leute. So, ich muss einmal schauen. Ja. Weil der liebe. Einkreisen! Für Rondra und Farmalor! Tralder? Ich vergesse immer seinen Namen! Für Ardo! So. Nimm das! Wow, der Tralder hat aber schon ordentlich abbekommen, Leute! Saranar Ayorla! Ja, ich muss auch wieder was machen, Leute. Bei Rondra. Tralda, du wirst den. Du wirst. Halbkreis hier mitmachen. Ah, das sind noch drei Harpien. Das brauch ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr irgendwie draufschlagen. Ich versuche mein Bestes. Vorgrim draufschmeißen. Was befehlt ihr? Tralda draufschmeißen. Widerstand. Du kannst noch mit Pfeile schießen. Ja, die Harpien sind eh mittlerweile schon so einfach, Leute. Ja, ich kann ihn nur noch einmal zaubern. Ja, der ist hinüber. Fertig. Aber die werde ich jetzt ausnehmen. Kann ich nicht. Dem Wind sprich, Freund. Nö, du bist der. Ich kann nicht alle ausnehmen. Harpienfedern. Kleiner Apfelbaum ist auch hier. Ja, für was brauche ich, Leute, für was brauche ich die Harpienfedern eigentlich? War da nicht einmal was, dass ich was machen kann? Pfeile oder irgendwas? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Verlassene Erzmine. Jo. Da ist eine Brücke. Das sind auch Harpien, schätze ich mal, aber die. Nö. Aber da kann ich eh wahrscheinlich nicht hin, oder? Oder kann ich hier runter? Boah, das sind viele Harpien, Leute. Das sind viele Harpien. Ich speichere mal. So, sind so viele Harpien da. Aber irgendwie, ich muss an die Harpien vorbei hier. 2, 4, 5. Weil hier hinten ist ja die Höhle, ja genau. Aber ich werde mal andere Seite marschieren, weil da geht es nämlich weiter. Ja, ich weiß, die Harpien, die können jetzt warten. Das ist, interessiert mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich will, die mache ich nachher. Ich schaue nur hier weiter. Einfach den Weg weiter entlang gehen. Wo ist denn der Weg jetzt schnell? Hier draußen. Einfach den Weg weiter entlang gehen. Weil da gibt es eine Brücke nämlich. Wo die jetzt genau hinführt, weiß ich nicht. Vielleicht finden wir ja für die Schlucht, bevor wir da zu der Erzmine gehen, vielleicht finden wir da ja die Bauern, die wir suchen. So, diese Folge ist gleich wieder vorbei, Leute. Was haben wir da? Darian. Hey, das ist die andere Seite der Brücke. Finde ich cool. Ich kann ihn nicht erreichen. Leute. Ja, somit müssen wir. Wie es ausschaut zu der Erzmine. Aber ich wüsste, was ich mache. Ich werde mal hier überall hinmarschieren und nochmal alles absuchen. Das werden wir aber dann in der nächsten Folge machen, dass wir noch alles absuchen da drüben und dann, wenn es keine Chance gibt, dass wir die Bauern jemals finden, werden wir doch schon zur Erzmine gehen. Ja, einfach so einmal schauen. Und so, wie spät ist es? Ja, 3:15. Ich werde mir nachher mein Bierchen gönnen und noch einige Folgen machen. Also es geht halt noch einige Zeit. Liebe Leute, dann habe ich wieder vor knapp 2 Wochen aufgenommen. Also im Moment ist eine Woche. Und würde mal sagen, ich speichere das Spiel noch einmal und beende auch diesen Part hier.
Und möchte noch schöne Grüße an den lieben Honk da lassen, an den Herrn Kittenkurmler und an alle anderen, die hier kommentieren und die Videos schauen. Dankeschön an euch. Liebe Grüße von mir und ich sage Game Over. Bis zum nächsten Mal. Ciao.